Dann I. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Nikas Beauty Kiste und zurück auf meinen Kanal. Heute gibt es für euch das Aufgebraucht vom Monat Januar. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. So, wir starten. Bitte beachtet nicht so meinen Hals. Ich habe mich gerade gekratzt und mein Hals ist sehr empfindlich. Also beachtet diese Flecken einfach nicht. Ich habe hier eine riesige Penny-Gefriertüte und da sind meine aufgebrauchten Sachen drin. Fangen wir an und zwar mit Denk mit Allzwecktüchern. Ich glaube, inzwischen müsstet ihr wissen, dass ich die zwischendurch sehr gerne mal benutze, um mal kurz irgendwo drüber zu wischen. Sind die super? Ich habe die in der Küche immer liegen, um einmal über die Arbeitsflächen rüber zu wischen. Ist für mich auch hygienischer, als das mit einem Lappen zu tun. Das ist eine limitierte Duftedition Orange Bergamotte. Fand ich auch sehr gut, aber mein Lieblingsduft ist und bleibt bisher Granatapfel. Dann habe ich einmal Backpapierzuschnitte aufgebraucht von der Budni Eigenmarke. Da ist es mir relativ egal, von wo die sind. Hauptsache sind Zuschnitte. Ja, und kaufe ich auch meistens wieder nach. Dann habe ich einmal Wattepads aufgebraucht von Today. Nicht wundern, die sehen so aus, weil die immer in meinem Schminkkoffer lagen. Genau, die finde ich sehr gut. Allerdings lösen die sich auch schnell mal auf, so in der Mitte. Deswegen würde ich die wahrscheinlich nicht nachkaufen. Today ist, habe ich gesagt, ist die Penny Eigenmarke. Von Rewe, glaube ich, auch. Aber auf jeden Fall bei Penny gibt es die. Finde ich aber sehr gut. Kann man auf jeden Fall mal wieder machen, wenn man mal bei Penny ist und gerade nicht zu einer Drogerie kommt. Sonst habe ich ja zumindest den Anspruch, eher die Drogerien zu unterstützen als Penny. Obwohl Penny gehen wir auch immer einkaufen. Also, aber solche Drogerieprodukte möchte ich halt lieber in der Drogerie kaufen. Das ist aber eigene Überzeugung. Das könnt ihr selber entscheiden, wie ihr wollt. Auf jeden Fall kann ich die trotzdem empfehlen, die von Penny. Dann habe ich einmal aufgebraucht TT-Sept Badezusatz. Deine Kuschelzeit, Fest der Sinne. Mit Glitzereffekt. Es roch sehr gut, sehr winterlich, mag ich sehr gerne. Würde ich mir auch wieder nachkaufen, obwohl jetzt langsam so diese Winter-Weihnachtsstimmung für mich um ist. Also vielleicht würde ich im nächsten Jahr wieder sowas kaufen. Jetzt ist schon fast wieder Sommer gefühlt für mich. Dann habe ich nicht aufgebraucht, aber mir geholt von Domol ein Glaskeramikschaber. Den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Den finde ich richtig gut und der zerkratzt auch nicht alles, sondern macht das wirklich so, wie er es machen soll. Und finde ich super. Bereue ich überhaupt nicht, dass ich es gekauft habe. Domol ist ja Rossmann. Dann habe ich hier einmal Baby Dream Feuchttücher aufgebraucht. Habe ich euch auch schon öfter was zu gesagt. Kaufe ich mir immer wieder nach. Dann habe ich einmal meine Lieblingstuchmaske aufgebraucht. Und zwar, also eine von der, ich mag beide mit dem Serum. Von Garnier die Hyaluron-Shot-Maske. Finde ich sehr gut. Übrigens war ich heute bei Rossmann und habe gesehen, dass Rossmann einen Dupe dazu jetzt rausgebracht hat, also Isana. Und das werde ich auch auf jeden Fall mal testen. Aber die finde ich auf jeden Fall am allerbesten bisher. Kaufe ich auch nach, habe ich das gesagt? Dann haben wir einmal Q-Tips aufgebraucht, die Originalen, weil mein Mann akzeptiert nichts anderes als die Originalen. Die kaufe ich auch immer wieder nach. Dann haben wir einmal eine, oder mein Mann hat diese Badebombe von Douglas aufgebraucht, die war in den Adventskalender drin. Er fand den Sprudeleffekt gut, aber was hat er gesagt, wonach das riecht? Nach Waschmittel, hat er gesagt. Das stimmt auch wirklich, es riecht ein bisschen nach Waschmittel, aber nicht unangenehm. Aber da steht halt Home Spa drauf. Und Citalasso, was auch immer das ist. Auf jeden Fall riecht es tatsächlich ein bisschen nach Waschmittel, also nach frisch gewaschener Wäsche, finde ich aber auch ganz gut. Also, aber ich kaufe keine Badebomben nach, weil ihr wisst, Badebomben halte ich für sinnlos und ich benutze halt nur die, wenn ich die irgendwie geschenkt kriege oder irgendwo drin sind, dann brauche ich die natürlich auf oder gebe sie meinem Mann. Aber selber kaufen tue ich sie nicht. Demnach würde ich die nicht kaufen. Dann haben wir noch einmal Tempotaschentücher aufgebraucht in so einer Packung. Ja, finden wir gut. Tempo wird es eigentlich meistens, wenn wir Taschentücher kaufen. Und
sind auch sehr zufrieden damit. Dann habe ich noch einmal Nivea Micellenreinigungstücher aufgebraucht. Die benutze ich halt immer für Swatches entfernen oder Make-up, irgendwas auf meinen Schminktisch zu entfernen oder einfach mal irgendwas in meinen, wenn ich ein Teil von meinem Gesicht abschminken möchte, also entweder Augenbrauen wegmachen möchte oder sowas, dann benutze ich halt auch mal ein Tuch, aber richtig abschminken tue ich mich damit nicht. Aber dafür nutze ich halt diese Tücher. Ja, und die von Nivea kaufe ich auch immer wieder danach, weil das sind meine Lieblingstücher. Dann habe ich nochmal, denkt mit Allzwecktücher, nochmal eine orange Bergamotte, habe ich ja eben schon was zu gesagt. Dann habe ich einmal Isana Maxi Wattepads aufgebraucht. Da ist mir relativ egal, von welcher Marke die sind. Die brauche ich halt, naja, um mich abzuschminken. Deswegen kaufe ich mir die großen auch immer wieder nach. Die kleinen übrigens auch. Dann habe ich einmal das Bilou Badesalz in dem Typ, keine Ahnung, habe ich abgerissen. Diesen Typ aufgebraucht. Die Bilou-Badesalze sind sehr, sehr süß. Also wer das nicht mag, ist halt schlecht. Ich mag das und finde es deswegen gut und würde es auch wieder kaufen. Ist aber sehr überteuert, muss ich sagen. Aber muss man halt wissen, Bilou riecht halt sehr, sehr stark. Das muss man halt auch mögen. Dann habe ich noch einmal Hip-Feuchttücher aufgebraucht. Habe ich ja auch schon was zu gesagt. Also ich kaufe mir immer Hip oder Baby Dream wieder nach. Dann habe ich einmal hier Ampullen aufgebraucht von L'Oréal, die Revita Lift Filler plus Hyaluronsäure. Hyaluronshot, 7 Tage, 7 Ampullen. Fand ich nicht gut. Sie sind halt, bei mir sind sie relativ schnell eingezogen, aber die haben extrem geklebt danach und ich weiß nicht, für den Preis hätte ich mir einfach mehr erhofft und die Pflegewirkung war jetzt auch nicht so prall. Demnach würde ich sie mir nicht wieder nachkaufen. Meine Mutter fand sie übrigens auch nicht gut. Die hat die auch getestet. Dann haben wir einmal Kosmetik-Dinger, Q-Tips aufgebraucht von Jean Carroll. Ich glaube, das ist Budni. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, solche kleinen Wattestäbchen oder sowas kaufe ich halt immer, dass ich mal irgendwie Gekrümel von der Mascara wegmachen kann oder so. Das war jetzt in diesem kleinen Reisepack. Fand ich gut, würde ich auch wieder kaufen. Dann habe ich einmal Handcreme von Isana aufgebraucht. Da fand ich erst den Geruch richtig gut und irgendwann ist der mir tierisch auf den Sack gegangen, der Geruch. Die Pflegewirkung war ganz schön von der Handcreme, würde ich mir aber trotzdem nicht wieder nachkaufen, weil ihr wisst, ich bin so ein Gerüchemensch, es muss immer eine andere Geruchsrichtung sein, sonst bin ich nicht glücklich. Auf jeden Fall war das die Geruchsrichtung Aprikose und Hafermilch. Habe ich einmal eine Maske von Sans Souci aufgebraucht. Das ist ja, glaube ich, eine teure Maske, soweit ich weiß. Fand ich sehr gut, aber ich glaube, für den Preis, die das kostet, würde ich sie mir nicht nachkaufen. Aber ich fand sie auf jeden Fall sehr gut. Dann habe ich einmal Parfüm von Betty Barclay aufgebraucht. Fand ich sehr gut, würde ich aber nicht wieder nachkaufen, weil so stark hat es mich denn doch nicht überzeugt. Dann habe ich nochmal Wattestäbchen aufgebraucht von Today. Das ist wieder die Eigenmarke von Penny. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich nochmal die Hyaluron-Shot-Maske aufgebraucht. Finde ich sehr gut, habe ich schon was gesagt. Dann habe ich diese Maske hier von Isana aufgebraucht. Die fand ich leider überhaupt nicht gut. Ja, die fand ich nicht gut. Die ist, als ich sie auftragen wollte, ist sie mir schon zerrissen. Also. Nee, kaufe ich nicht wieder nach, kann ich auch nicht empfehlen. Das war aus der Glow & Shine Serie übrigens. Da habe ich einmal hier Dresdner Essenz, Badezusatz, Winterbeerenbad aufgebraucht. Roch sehr, sehr lecker. Kann man jetzt sogar auch noch nach Weihnachten gut machen, weil das einfach bärig riecht. Finde ich gut, würde ich auch wieder nachkaufen. Dann habe ich hier einmal dieses hier aufgebraucht. Das ist ein Duft, ein Raumduft. Frozen Winter. Also erstens war diese Verpackung richtig scheiße, um sie aufzumachen. Also überhaupt nicht benutzerfreundlich. Und zweitens ist das richtig schnell alle gegangen. Also das würde ich nicht wiederholen. Das habe ich bei Budni gekauft. Weiß aber nicht, ob das eine Eigenmarke ist oder sowas. Auf jeden Fall fand ich das nicht gut und würde es nicht wieder kaufen. Ich habe aber noch eins davon.
Dann habe ich einmal Badezusatz. Diesen hier aufgebraucht. Lovely Strawberry. Wie gesagt, zu Belu habe ich ja schon was gesagt. Ich persönlich mag die Belu-Düfte, sind aber nicht jedermanns Sache, weil die so stark duften. Demnach müsst ihr es selber entscheiden. Dann habe ich einmal Meersalzöl Duschpeeling von Teti Sept aufgebraucht. Das war auch im Adventskalender. Das ist auch das, was hier ausgelaufen ist, glaube ich. Fand ich nicht so gut. Würde ich, glaube ich, nicht wieder nachkaufen. Dann habe ich Hydrogel Augenpads aufgebraucht von Isana. Scheineffekt. Diese Augenpads finde ich eigentlich immer ganz gut und würde mir die auch wieder nachkaufen. Das ist aber eine Limited Edition, sehe ich gerade. Dann habe ich nochmal hier diese Maxi-Pads von Isana aufgebraucht. Finde ich auch sehr gut. Dann habe ich einmal eine Duftkerze aufgebraucht von Glade. Ich habe keine Ahnung, welche Geruchsrichtung das war, aber die war gut und die ist auch relativ gut abgebrannt. Also ein bisschen ist natürlich unten noch drin, was das nicht mehr abbrennt, aber war soweit ganz okay. Dann habe ich einmal jetzt aufgebraucht die Mascara, die Lash Sensational von Maybelline. Fand ich okay, würde ich mir aber nicht wieder nachkaufen. Dann einmal hier eine Badebombe von Essence, die war auch im Adventskalender. Die war Schrott. Also die hat leider überhaupt nicht gut gesprudelt und hat auch irgendwie gar nichts gemacht und mein Mann fand die doof. Dann hat mein Mann noch Axe Dark Temptation aufgebraucht. Er liebt Axe Deos. Ich mag diesen Duft, er auch. Demnach kaufe ich das auch wieder nach. Dann habe ich einmal Dove Go Fresh Pfirsich und Zitronen Verbenen Duft aufgebraucht beim Sport. Fand ich ganz okay. Ja, diese Sprühdeos. Finde ich alle ganz okay. Dann habe ich einmal eine Sprudelbadebombe von DM aufgebraucht. Sprudelbad Vanille. Das war so eine große Kugel. Fand ich ganz okay, aber ihr wisst ja, Badebomben würde ich mir nicht selber kaufen. Das war auch in ein Tauschpaket drin. Oder in dem Wichtelpaket. Weiß ich nicht, in irgendein Paket war das drin. Habe ich aufgebraucht. Fand ich okay, würde ich mir aber nicht kaufen. Da habe ich einmal ein kleines Mini-Deo aufgebraucht. Also ein kleines habe ich immer in der Handtasche. Von Isana, war okay. Irgendein kleines kaufe ich mir halt auch immer wieder nach. Dann habe ich einmal den Isana Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht. Den fand ich entgegen vieler, ich weiß, dass viele den mögen, ich nicht. Ich fand den nicht gut. Ich fand erstens, brauchte er viel zu lange, um das Augen-Make-up runterzukriegen. Und zweitens hat er mir in den Augen gebrannt. Demnach würde ich den nicht wieder kaufen, der war in den Isana Adventskalender drin. Dann habe ich auch einmal aufgebraucht eine Augencreme von L'Oreal, die Revita Lift Laser X3 Augencreme. Fand ich jetzt nicht so geil, also ich würde sie mir nicht wieder nachkaufen. Aber was ganz angenehm war, ist, dass so eine Metallkugel unten dran ist und das dann immer schön kühlend am Morgen war. Aber das war es dann auch schon. Also von der Pflegewirkung bin ich nicht so angetan gewesen. Und dann einmal aufgebraucht von P2 ein Nagellack. Und zwar die Farbe Fever. Der war auch sehr gut, aber P2 gibt es ja nicht mehr. Ja, ihr Lieben, und das war mein Aufgebraucht. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auch gerne auf Instagram und dann verlinke ich euch hier jetzt zwei weitere Videos auf meinen Kanal. Und hier könnt ihr mich abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Tschüss!